Hallo und herzlich willkommen nicht zu einer weiteren Folge Radio Offenkamp. Ich werde nicht faul, diesen Satz zu sagen. Natürlich. Sondern zu einem Opening-Video yes. mit Teilen von Radio Offenkamp. Und zwar beiden Teilen. Und zwar den schönsten beiden Teilen. Weil die einzigen beiden Teile. Und ja, wie man hört, an meiner Seite der liebe Robin. Hi. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir machen einen Podcast zusammen. Yes. Und normalerweise würde ich jetzt mit meiner Playmat darauf hinweisen, aber meine Playmat ist leider gerade noch in der Wäsche. Und ihr solltet mehr eure Playmats waschen an der Stelle. Ja, echt so. Und wenn ihr nicht wisst, wie, ich sollte ein Short-Video oben haben, wo ich das erkläre. Sehr gut. Auf jeden Fall. Wir haben vor Ewigkeiten angefangen, immer wieder Booster zu öffnen zu den aktuellen Sets oder zu den fast aktuellen Sets oder nachträglich zu den Sets. Und das führen wir fort und zwar jetzt mit Dominario United Set-Boostern, beide in Englisch dieses Mal. Oh ja, das war auch und, wirklich notwendig. Ja, yeah, absolut. Und ja, wie viel Dominario United hast du schon aufgemacht? Ach, überraschend viel tatsächlich. Also, wir hatten das Pre-Release-Event. Da hatte ich mir schon mal zwei Set-Booster dazugeholt und ich hatte tatsächlich noch zwei als Gewinnbooster dabei. Dann bei dem Keep Seven Pioneer Live Event kam ja auf einmal die Bianca von Keep Seven um die Ecke und sagt so, wir machen jetzt drei Collector-Booster auf, Booster-Boxen. Und dann haben wir das on Stream gemacht. Die Karten durfte ich natürlich nicht behalten. Aber was haben wir da so? Wir haben tatsächlich in drei Collector-Booster-Boxen eine Legends-Karte drin gehabt. Ich weiß ja nicht mehr den Namen, aber es war so 10, 15 Euro vom Wert her. Und nur eine einzelne Lilly tatsächlich. Also, okay, das ist wenig. Das aber ist sehr wenig. Das haben wir ja im Podcast auch schon beredet, dass die Dame sich nicht so häufig zeigt. Und leider. Vielleicht ziehen wir sie jetzt, würde ich sagen. Ich würde es mir wünschen, ich brauche vor noch vier. Und wie gesagt, wie immer, wir machen beide gleichzeitig auf. Die Kamera wird euch manchmal spoilern, wenn was Cooles da rumkommt. Ja. Ich hoffe, dass einer von uns beiden auf jeden Fall das Minigame Nummer 3 Nummer 1 zieht. Ja. Weil das brauche ich noch. Wir schauen doch mal. Oh, das sieht sehr schön aus. Ist das Serras Inbild? Nee, das ist ein anderes Senna, Serras Invocation oder so. Ich weiß es nicht, aber bei dir ist es ein Stainglass, so. Genau, das ist, ich wollte gerade gucken, Zar Ojin, Scion of Ephra. Sehr schönes Artwork. Ein voll normales Island. Ich finde ja die Stainglass-Länder super schön. Ich hoffe, davon machen wir auch ein paar Foil auf. Kann ich verstehen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich diesen Bortok als normale Karte sehe. Ich habe den bisher immer nur als Stainglass aufgemacht. Crazy. Hilfe. Venalish Sleeper, auch eine sehr schöne Karte im Limited. Ja. Negate und Essence Scatter sind tatsächlich beide in dem Set drin. Ich finde es großartig, weil so eine Grund Grundbasis drin haben. Wir haben hier Night of Dusk's Shadow. Da gibt es auch wieder ein Äquivalent in Weiß zu. Also es ist so eine leichte Tradition, dass man immer so weiße und schwarze Ritter hat. Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Oh, und hier ist auch schon Night of Light. Na. Auf Dawn's Light. Dawn's Light. Genau. Ja. Das ist übrigens mit Runic Shock eine der gepowercreeptesten Karten, die ich je gesehen habe. So für einen Mana Destroy Type Creature mit Scry, wenn man blau spielt. Genau. Der Hammer. Total. Und Necromancer. Tori de Avant Fury Rider. Sehr spannend. Choking Miasma. Oh, diese ist aber auch sehr schön, die du da hast. Ich mag das so, wenn du noch bei den Stainglass, weil die verwischen schon mal ganz, ganz schnell, sodass du einfach nur, das ist also Mosaikglas, aber hier hast du halt trotzdem noch den Charakter sehr präsent dominant drin. Rausstreichen, das stimmt. Genau. Der ist auch richtig cool. Der Aaron. Ich finde, es sind viele Namen dabei von Charakteren, die so Thorsten oder eben Aaron. Es gibt sehr, sehr, sehr klassische Namen. Oh. Und? Ey! Nice. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast trotzdem den besseren Pull. Ich bin mir nicht sicher. Also Player-wise, muss ich sagen, finde ich den richtig cool. Und ich habe den jetzt neulich auch im Legacy gesehen. Oh, spannend. Und zwar im Infect-Deck. Ah, ja, okay, das macht aber Sinn. Also mit den Poison-Countern da drin. Ja, genau. Und meine Kamera flackert schon wieder. Das tut mir ein bisschen leid dafür. Nee. Nur ein Duel Land, ich hätte mich gerade schon gefreut, aber leider das kein. Das ist immer so die mieseste Karte, die du hinten drin haben kannst. So, hey, das könnte eine Listkarte sein oder eine Karte, die dir erklärt, dass du eine coole Karte hättest ziehen können. Thanks for teasing me. Ja, genau. Genau. Ach, das. Ja. Aber erstes Booster direkt eine Mythic, ich beschwere mich nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht. Vor allem, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr coole Mythic. Ja, total. Ach, kein Minigame. Knight mit Schutz vor Rot. Okay.
Wieder einen langweiligen normalen Swamp. Ja, die sind Lightning Strike. Oh. Wusste ich gar nicht, dass es wieder im Standard ist. Ja, doch, doch. Das, deswegen gibt es jetzt auch wieder ein Burn-Deck. Ja. Diese Karte hat mir übrigens mein Pre-Release-Match gewonnen. Das Shore-Up? Ja. Ja. Das ist weil sie enttappt eine Kreatur und ich hatte die Wand, die mild. Und ich habe den Gegner um 5 gemild, enttappt und um 5 gemild und damit hat er kein Deck mehr verloren. Oh, krass. Ich habe im Pre-Release. Mild ist aber auch brutal in Limited. Ja. Es gibt tatsächlich eine Menge auch sehr coole Commons hier drin. Ich habe mir tatsächlich ein Playset von, boah, wie heißt er denn? Tolarian Schrecken oder so? Ja, ja, der 5-5er mit Geduld. Der ist richtig strong. Ja, genau. Hier wieder Runic Shot. Non-Land Permanent für 4 Mana. Stark. Oh, und also, die finde ich wirklich gut. Der Micromancer, der hat auch, glaube ich, ein bisschen Play im Standard gesehen, oder? Ja. Jetzt auch gemeint. Oh, Balmor, Battlemage Captain. Auch wieder schönes Mosaikglas. Ja. Breaker Ball. Ich habe auf jeden Fall in Ankam das Thema Grün. Oh, yo. Das ist deine, er schon wieder. Sie schon wieder. Ja. Nicht sehr viel Auswahl. Nee, aktuell leider nicht. Aber das ganze Booster nicht. Ja. Und? Oh, Sulfur Springs. Geil. Ich glaube, ich habe mein zweiter aus dem Booster gezogen. Oh, Archangel of Wrath. Ich finde die Karte ja super. Ich finde die ja richtig geil, ne? Kicker, 2 Damage. Ah, okay, nice. Also für quasi 5 Mana ist es ein Flieger, der noch eine Kreatur weghaut und für 6 Mana, der 2 Kreaturen weghaut. Im besten Fall natürlich. Ja, im besten Fall, ja. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Und, ich habe eine. Was bist du? Fliegend, angreifend, auch für eine andere Kreatur, da kriege ich Doppelschlag. Nett. Geil. Ich habe Blightpile und das ist so cool. Ein Token. Nee, das ist das. Naja, also bisher 2 Painlands, wobei die Painlands echt viel sind dieses Mal, habe ich das Gefühl. Und sie sind auch gar nicht mal so viel wert, aber sie sind so cool und ich finde es so schade, dass die Leute sie nicht wertschätzen. Sie sind vor allen Dingen so extrem wichtig in Pioneer. Ja. Ich sag's halt immer wieder, aber sie sind extrem wichtig in Pioneer. Ja. Das ist schon ein Zeichen, wollte ich gerade sagen. Sheoldred hat sich auch so langsam hochgecreept im Preis aktuell, ne? Ja, ich habe tatsächlich mittlerweile, ich habe 3 oder 4 Sheoldreds gezogen. Eine davon in Phyrexianisch. Das ist schon cool, der Picker. Ich habe tatsächlich bisher nur eine, aber ich glaube, mir würden tatsächlich schon 2 reichen. Oh, Cutdown auch. Hat Cutdown in deiner Erfahrung over- oder underperformed bisher? Underperformed, ja. Absolut underperformed. Das gleiche Learning, was wir alle auch machen. Haben. Das ist das, was ich den Leuten gesagt habe. Es gibt zu wenig Kreaturen, die wirklich, wirklich hittet. Ja, ich dachte, es wäre so schön, aber es ist, glaube ich, mehr so eine Sideboard-Option. Aber immerhin playable, das muss man wirklich sagen. Ja. Und er ist richtig strong. Was macht der noch? Der 2-3er für ein rotes Kickern bringt er eine Kreatur mit Mana-Value von 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück. Sie kriegt Eile und wird am Ende des Zuges geopfert. Also es spannend. Wird noch nicht mehr exiliert, es wird geopfert. Und für 4 Mana ein 2-3er Menace, der auch noch eine Kreatur wiederholt, wirklich, wirklich stark. Ja, total. Das nächste Artwork von dir finde ich halt richtig geil. Ich finde, das Artwork ist so on point. Das ist wirklich crazy. So, ich habe den wow. What are the odds? Okay. Ist das jetzt schon Zeit, dass du einen Counter für diese Karte einblenden musst? Nee, ich muss ein 11-Token-Deck mit ihr bauen. Ja, yeah, genau. Es ist jetzt 3 von 3 bisher. Ob wir das voll machen können? Ja, bestimmt. Da ist der Typ, den ich das erste Mal in Non-Stained-Glass gezogen habe. Crazy. Habe ich noch ein Nial. Shivan Reef. Ist tatsächlich lustig. Ich glaube, ich habe von Shivan Reef genau 3 und das wäre jetzt genau meine 4. Aber das Artwork ist nicht gleich. Ja, das stört dich ja eigentlich nicht. Nö, eigentlich gar nicht. Boom, was eine Karte aus dem Commander ist, die gar nicht mal so uncool ist, weil sie halt 1-1er Soldier macht und 4-4 Engel. Ja. Was ganz cool ist mit Sagas. Und Urea. Was? 3-3, tappt ein Non-Token Artefakt für ein grünes, tappt 2 ungetappte Artefakte, exil die oberste Karte, kannst du kannst gar nicht mal so verkehrt. Not aber habe ich noch nie von gehört, dementsprechend wahrscheinlich nicht viel wert. Und Nianiwa Stalker. Und Magic Arena und Be the Best Player. World Gorger. Legacy Staple. Ist es? weil, wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert er alle anderen Karten.
Und wenn man Animate Dead spielt, eine Verzauberung, die, wenn sie ins Spiel kommt, eine Kreatur reanimiert, kann man ihn damit reanimieren. Er entfernt die Animate Dead und die Animate Dead lässt ihn in den Friedhof gehen und dadurch, dass er in den Friedhof geht, holt er die Animate Dead wieder. Der Sinn dahinter ist, dass du jedes Mal, wenn er ins Spiel kommt, alle Länder exilst und wenn er das Spiel verlässt, deine Länder end-up wieder reinbekommst und auf den Trigger Infinite Mana machst. Verstehe. Und damit kannst du richtig coolen Stuff machen. Nice. Ich wollte schon sagen, wir machen hier Dominaria United auf. Ich habe Old Border. Das muss Legends sein. Ah, falsche Booster. Nicht ganz, aber hey, ich bin froh. Ja, ich weiß nicht, ob das was wertvoll ist, aber ist eine coole Karte. Ich sag's ja immer wieder. Das ist das Schlimme, wenn man sich die ganze Zeit aufregt über die Listkarten. Man kriegt gute Listkarten. Ja. Oh, ich habe eine Jaya. Ist aber sie jetzt eigentlich in der Story gestorben? Ich habe keine Ahnung. Müssten wir irgendwie gucken, wo die Stories gemacht werden. Zum Beispiel Magic Gem Stories macht Gem Magic so. Stimmt, hat eine sehr gute Zusammenfassung. Aha. Boah, ich werde nicht müde zu erzählen, wie schön ich die halt finde, ne? Ja, ich finde die auch. Also die Insel jetzt nicht so schön, ich finde die Ebene richtig schön. Ja. Aber ja. Die ist auch so krass. Mit 4 Mana zerstört eine Kreatur, dann Planeswalker, finde ich so gut. Limited ziemlich gut, auf jeden Fall. Ja. Oh, ist das hier? Ach nee, das ist ja gar nicht, der Tolarian Geyser. Ich will immer noch, wenn ich sie sehe, fällt es mir auf jeden Fall auf, dass sie sehr gut ist. Den meinst du? Ja, genau, den Tolarian Terror. Genau, der und da gibt es noch eine schwarze von, weil die werden halt, die sind so ein bisschen wie Gurmag-Angler, halt so Late-Game-Kreaturen, die du halt für lau casten kannst fast. Die sind extremst gut. Das stimmt. Dann Coalition Skyward. Oh, guck mal hier, diesmal nicht als Strengthless und damit mein Playset voll für dieses Video. Ey, das ist so weird. Das ist so weird, aber auch so cool irgendwie. Oh, also Territy. Oh, ich habe nochmal einen Ball. Ist die blaue davon was wert ist? Die blaue Ankam, die mild und so weiter? Echt, die ist die was wert? Kostet wie, glaube ich, 1 Euro fast. Ha. Und Barit, den habe ich noch nie gesehen, aber der sieht sau cool aus. Total. Ich glaube, den habe ich tatsächlich in Limited, also in Pre-Release gespielt. Endstep. Create a Soul. Okay, du kriegst einen Token. Oh. Was ist da? Night and Day. Ich habe schlecht. Love Song of Night and Day. Oh, da ist der Defiler auf Vega. Der grüne Defiler, der macht auf jeden Fall Money ein bisschen weg. Also drauf, ist ganz gut. Ich habe letztens, glaube ich, in den Kommentaren gelesen, wo jemand gefragt hat, warum ist der denn gut? Warum ist der denn gut, Marc? Weil man jedes Mal, wenn man eine Kreatur praktisch spielt, kann man für 2 Leben auf alle seine Kreaturen eine +1/+1 Marke legen. Für jede Kreatur, die man castet. Mhm. Das ist wirklich, wirklich strong. Also quasi der Defiler-Phyrexian-Effekt, der ist gar nicht so wichtig, ne? Genau. Ja. Doch, also das auch, aber kann man halt machen, aber man muss nicht. Man kann auch einfach nur grüne Kreaturen casten und alle seine Kreaturen stärken. Ja. Die Karte, die du hast, finde ich übrigens sehr, sehr, sehr cool. Auch wenn sie nicht so viel wert ist, aber sie ist sehr cool. Das ist quasi, die hat so ein bisschen dieses Channel, so ein bisschen, ne? Für 2 Mana discarded, search your library for a basic land, reveal it, put it into your hand, you gain 3 life. Ist auf jeden Fall brauchbar. Basic Land Cycling. Ja, genau. Ist auf jeden Fall brauchbar. Vor allem, weil sie halt auch noch selber einfach Biester erstellen kann später. Ja, total. Und irgendeine Fine Wall. Scout the Wilderness. Okay. Und ein Soldier. Oh, was hast du denn da? Ertai. Das ist doch ein Charakter aus Dominaria. Ja, aber sagt mir gar nichts, die Karte. Sacrifice a Creature or Enchantment, Counter Target Spell. Historisch wahrscheinlich witzig. Wichtig vor allem. Ja, wichtig. Total. Weil auf der Liste. Vorletzte Booster. Ich will ja immer noch, dass das Minigame haben. Oh ja, stimmt. Die müsste auch hier vorne drauf sein, oder? Das Minigame? Nee, hinten. Hinten. In dem Slot vom Secret Lair und Beast Token hier. Ah, okay. Komischer Normaler Swamp leider. Splatter Goblin. Ich finde, Goblins sind so ein bisschen unterrepräsentiert in dem Set. Klar, es gibt Squee, auf den stürzen sich natürlich alle, aber ist jetzt nicht so, als ob man groß viel Support bekommen hat. Auswahl hat. Ich finde es auch lustig, wir haben einfach Cutdown und Bite-Down und. Das war der Down-Cycle. Ja. Ich habe hier wieder Joint Exploration, die sammle ich ja auch. Also ich finde die. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Karte. Noch irgendwann. Legacy Staple. Echt? Ja, weil sie macht einen Ornithopter. Und mit Ornithopter kann man viel um sich schlagen. Und man kann das in einem Monorot-Agro-Topter-Artefakt Agro-Deck spielen. Ha. Der Wahnsinn. Macht mega viel Spaß, werde ich auch demnächst noch ein Deck-Tag auf dem Channel hierfür machen. Ja, auf jeden Fall abonnieren dafür, ne? Ja. So, ich habe hier Rona Shieldred's Faithful.
Die ist cool, die ist richtig cool, weil du kannst die immer wieder aus dem Friedhof casten. Und das macht so Karten wirklich, wirklich mächtig, finde ich. Total. Garner. Ich glaube, deine Karte, war das Garner? Ja, ne? Ja. Ja, die habe ich Garner. Hier gerade im Normal gezogen. Ja, und ein Radar, den hast du gerade eben auch, glaube ich. Ja, ne? Ja, genau. Der Goblin. Rulik the Warren Chief. Ja. Interessant. Passiert, wenn man über Goblins sagt. Ja, wirklich. So. Und ein Riff Liberated Primals, ein Dragon Legendary Creature. Andere Dragon mit Ward. Khan. Sehr, sehr cool. Aber 2 Mythic. Legacy Staple? Legacy Staple. Hat sich eigentlich bewahrheitet, wie du es im Podcast gesagt hast? Es gibt ein Deck, was ihn spielt, ja. Okay. Und was auch ziemlich gut darum spielen kann. Dann bin ich ja gar nicht so enttäuscht, dass ich ihn zugezogen habe. Auch wenn ich von 2 Planeswalkern genau die beiden gezogen habe, die ich am wenigsten haben wollte. Ja, die Liliana ist im letzten Booster. Ich hoffe es. Zumindest für einen von uns beiden. Ja. Und dann Coalition Brute. Den Riff habe ich auch noch nie gesehen. Und Saproling. Viel wichtiger als Liliana wäre für mich das Minigame. Oh ja. Oder Sheoldred. Sheoldred, Liliana, irgendwas von denen. Sehr schön. Ornithopter-Dog. Ich habe ein Bird. Ich wollte noch ein Minigame. The Birds. Die Minigames sind echt selten geworden. Oh, Braids. Und ich habe die halt tatsächlich insigniert bekommen. Yes. Aber sie ist gar nicht so tief eingestanzt wie sonst. Nee, die sind auch gar nicht mehr so selten wie sonst, auch wenn die jetzt bisher kaum welche aufgemacht haben. Sie haben sie verdoppelt von der Art. Ja, und du hast deinen zweiten Stained-Glass Island. Ich habe nicht eine Basic Land im Stained-Glass. Ja, ich habe einen Sumpf. Einen Sumpf habe ich auch noch irgendwo gehabt. Oh, crazy. In Stained-Glass, ja. Hier wieder ein wunderschönes Negate. Wie ist das eigentlich bei so Reprints von so Common-Sachen, von denen man einfach immer was da haben sollte? Hast du dein Playset Negate? Ist das, nee. Ist das was, was du regelmäßig antafasst? Nee. Oder? Gar nicht. Das ist für mich auch nur noch im Standard-Playable. Modern ist es weit drüber und selbst im Pioneer hast du meiner Meinung nach coolere Counter. Ja. Und dementsprechend, nein, es ist ein Standard-Ding. Okay. Sword Reinforcements sind cool. Oh, Barret, da ist der Typ, der diesmal nicht den Zenker. Oh, du hast den Bone Rattler, Bortug, genau. Protect the Negators. Ich hatte gerade schon Angst, ich ziehe schon wieder die Dame. Ah, im letzten Booster war sie nicht drin, oder? Nee, ich glaube nicht. Nein. Schade. Die Streak. Allein dafür jetzt da sein. Ja. Oh, ich habe sowohl Bortug, Bone Rattler als auch Spawn of Turk. Ach, das ist eine Frog-Bestie. Okay. Huh. Ja, mehr Foxbottle, das Land. Genau. Dann Baird. Cosmic Epony, okay, das ist in jedem blauen Jumpstart-Booster, by the way, drin. Ah, okay. Ich habe schon ein bisschen Enttäuschung gehört über die Jumpstart-Booster tatsächlich. Nein, die sind cool, die sind der Wahnsinn, die sind absolute Wahnsinn und Leute verstehen es noch nicht. Okay, meine Rare ist Chaotic Transformation. Die ist ganz cool, die transformiert Artefakte und andere Dinge. Das also ein bisschen Chaos-Warp-mäßig. Ich habe 2 Rares. Ich habe noch einen Lore-Master, der ist ganz nett. Der ist wirklich cool. Jeder Spieler kann mehr Karten ziehen, dafür kosten die Karten halt mehr. Ja, ich habe eine Common in Foil. Uncommon, irgendwas mit Prayer of Binding. Ja, aber an für sich doch. Ja. Ganz coole Booster, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Auch wenn ich das Minigame, was ich haben will, noch nicht gezogen habe. Ich habe Legacy Staples gezogen. Du hast Legacy Staples gezogen. Nee, wirklich. Ich habe sogar die Living Legacy hier gezogen. Ja. Warte mal, aber eine Rare habe ich noch übersehen. Das Hurt Migration. Queen natürlich so oft gezogen habe. Stimmt, das Hurt Migration, das ist auch, wie gesagt, das ist wirklich cool, finde ich. Ja, aber ich muss auch sagen, also es ist ein sehr, sehr cooles Set, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe noch auf jeden Fall vor, es ein paar Mal in Limited zu spielen. Aber ich muss sagen, bisher war ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht enttäuscht, was ich aufmache. Auch in meinen Boostern, die ich jetzt gewonnen habe bei dem Pioneer Qualifier Event. Da waren auch, ne, so mit King Darien, der 46. oder wie vielte auch immer. Da sind schon echt ein paar Karten drin, wo ich mir denke, nö, den spiele ich wahrscheinlich irgendwann mal in Commander. Und ja. Das war doch eine sehr schöne Sache. Also Sulphur Springs habe ich auf jeden Fall eine Heimat. Shivan Reef finde ich auf jeden Fall eine Heimat. Ajani und Khan sind schön zu sammeln, mindestens. Die sind auch sehr, sehr cool. Gerade der Ajani ist ein bisschen undervalued. Khan ist ein bisschen schwieriger, aber ich sehe Khan auch in Zukunft mal kommen. Aber dir fehlt bei dir nicht noch eine Rare? Ich meine, bei dir wird eine Rare fehlen. Ich kann noch mal durchgucken. Weil das eine ist gerade auf der Liste. Chaotic. Ja. Irgendwas.
Ja, ich habe irgendwie aus 6 Boostern 9 Rares gezogen. Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Und ach ja. Ja. Aber schön. Sache, ne? Schöne Sache, schönes Set, schönes Booster-Opening ja. An dieser Stelle. Yes. Es wird wahrscheinlich bei mir noch nicht das letzte Booster gewesen sein. Nee. Und zum nächsten Set sehen wir uns ja sowieso wieder auf dem Channel. Definitiv. Und dementsprechend, wenn das euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr das nächste Mal sehen wollt. Wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, wie wir miteinander interagieren oder aneinander vorbeireden oder miteinander reden oder völlig in verschiedene Richtungen gucken, dann abonniert auf jeden Fall bei Robin. Da kommen sowohl Radio Ravnica die Videos als auch Videos von Robin. Robin livestreamt auch mittlerweile auf Twitch. Yes. Fast jeden Montag. Und da wird auch immer wieder cooler Stuff gemacht. Dementsprechend guckt da auch vorbei. Und du bist ja auch häufig auch mit dabei, ja. Das muss man auch sagen. Richtig. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.